Und weiter geht es mit einer besonders knackigen Folge von B-Rising. Wir haben in der letzten Folge ordentlich V-Platz erledigt und heute werden wir weitermachen, damit wir noch ein paar weitere Rezepte kriegen und die nächsten Rüstungen vielleicht kriegen. Also wir sind schon relativ nah bei Dracula. Den müssen wir auch irgendwann mal holen, aber die Peitsche, um ehrlich zu sein, juckt mich eigentlich eher weniger. Ja, die hier für die Edelsteine eigentlich auch. Machen wir irgendwann mal. 13 unter mir würde ich eigentlich easy weghauen, aber die sind wichtig, die sind weit über mir, aber wir können schon mal das hier holen, die Tasche wäre auch schon mal ganz geil, deswegen machen wir das. Das wird gemacht, Leute. Ich liebe diesen Ort. So, eigentlich müsste ich, glaube ich, die Blumen, ja, egal. In welche Richtung eigentlich? Dort hinten, genau hier geradeaus. Ah, nein. Okay, wir nehmen uns den Umhang mit. Wir nehmen kurz... Warte mal, wo habe ich den hier drin, ne? Ja. So. Tränk haben wir ready. Warte mal, das... Man weiß ja nie, wir safen das lieber, bevor es hinterher weg ist. Man weiß nie, Leute. Aber geil, hiervon haben wir schon auch 22, ne? Also wir haben schon echt guten Kram hier drin. Wir bräuchten noch mal ein paar mehr von den Kraftkernen. Und definitiv von denen. Warte mal. Ich habe hier Platz zwar, aber ich würde trotzdem ganz gerne... Komm, 2 Stacks reichen. Aber ich habe was Wichtigeres, was da rein muss. Und zwar der hier. Aber den jetzt auswählen macht eher wenig Sinn. Blutverlustrate weniger. 25% ist zwar nice, auch Sonnenwiderstand. Aber... Was ein Riesenproblem ist, ist halt, dass wir den Waffenlebensraum nicht haben und den Blutrausch nicht. Deswegen packen wir den erstmal zur Seite. Und machen weiter. Ich weiß nicht, soll ich das lieber... Irgendwas sagt mir, nee. Halt das Aktuelle. Wäre es wenigstens irgendwie ein bisschen von den anderen Werten noch stärker, würde ich sagen, okay, nehme ich. Aber so, ich weiß nicht. Kann ich mich gerade nicht mit anfreunden. In der Nähe... Genau dort lang. Dort? Weiß nicht. In der Nähe. Na. Ja, okay, jo. Wie sieht's richtig aus? Hey, aber was ist das für eine Höhle? Hier ist was zum Sammeln. Geisterpilz und so. Okay, da sage ich nicht nein. Sehr nah, aber. Aber gut, weiß ich Bescheid. Eine Wanne. Ach so, Monstrosität. Ach so, der kommt gleich hier rein. Ups. Und der ist gerade unterwegs. Ach so. Oh, wo ist er jetzt? Kommt er jetzt um... Hä? Ach, da ist er. Die nerven sonst nur. So, da hinten ist er. Wir haben eigentlich alles ready, deswegen würde ich sagen. Weg mit der Spinne. Let's go. Nein. Okay, das wusste ich nicht. Okay.
gehen jetzt ab. Wir hätten die einfach zu denen ziehen sollen, dann hätten wir alle zusammen angreifen können. Nein! Ach du. Oh nein. Das gibt's doch nicht. Ernsthaft? Ich glaube, ich muss nochmal abhauen und den nochmal versuchen. Das ist mir ein bisschen zu knapp gerade. Nee, 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 nee. Das hat mir jetzt gerade nicht gepasst. Was ist denn jetzt? So weit hinten schon. Blood sustains me. Ja, ja, greif ihn an. Oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Er rennt weg. Okay, da habe ich ein bisschen übertrieben. Ah, die ganzen Gegner da nerven halt, ne? Ja, egal, keine Ulti, was soll's. Ach, was mache ich denn da? Ach so. Weil ich die vorhin erledigt habe, oder wie? Ah, die Ulti hätte ich noch ganz gerne. Was? Warum? Das gibt's doch nicht. Ich raste hier aus. Ich raste aus, Leute. Oh, waren wir zu weit weg oder wie? Das gibt's doch nicht. Ey, der ist echt nervig. Ich würde ihn ganz gerne in seiner Höhle bekämpfen. Ist er tagsüber dort? Ah ja, das Nervige ist, hier sind halt überall Gegner immer. Ich sehe ihn ja auch nicht. Okay, soweit so gut. Soweit so gut, Leute. Ja, klar.
Hallo. Marschen. Ja, jetzt kommt ja auch noch. Ich muss in der Höhle bekämpfen. Das gibt's doch nicht. Dann kommen jetzt noch zwei Tiere dazu und... Keine Ahnung, das war auch so eng dort. Ja, geil. Ja, läuft. Der ist... Der hat doch vorhin so gut Leben gehabt. Wahrscheinlich die Fledermaus gesteckt, wir haben eh nichts da. Jetzt ein bisschen schneller. Dann sind wir ein bisschen schneller bei der Beute. Also bei meinem Kram, eher gesagt. Jetzt habe ich keine Tränke, glaube ich, oder? Nee. Nein. Einfach nein. Ich will den da haben. Sollen wir den hier nochmal versuchen? Komm. Nein. Ich hatte auch nichts ready. Ja, klar. Ja, wenn der nicht nervig ist, dann weiß ich auch nicht. Irgendwie verliert er gerade ziemlich schnell Leben, ne? Warum auch immer. Oh nein. Das gibt's doch nicht. Komm, reicht jetzt langsam. Ey, was soll man da machen? Nein. Ja. Ich raste aus. Ey, das gibt's doch jetzt ehrlich nicht, oder? Diese zweite Form halt, ne? Soll ich da, keine Ahnung, oder soll ich eine andere Ulti? Aber die andere hat zu viel gezogen. Am Anfang habe ich ihn irgendwie sehr viel Leben abgezogen. Warum auch immer. Ja, nächster Versuch. Wir haben jetzt nicht mehr viel Blut. Wir brauchen den halt. Oh, ja, runter. Wir versuchen es nochmal. Ich will eigentlich nur schnell weg hier. Ah, und auch die nerven, ne? Das Ding ist ja schon nervig genug. Dann noch die ganzen Gegner. Das wäre echt nice, wenn er in seine Höhle reingehen würde. Blutspur? Macht er vielleicht eine Runde? Wir versuchen ihn, egal. Let's go! Ich weiß, es war wieder ein Fehler. Kann das sein, dass der mehr Leben verliert irgendwie?
mir wieder sehr gut. Jetzt komme ich da nicht raus. Gerade. Der ist schon sehr, ja. Wir müssen es nochmal versuchen. Und wir haben so wenig Blut auch noch. Ja, super. Wir müssen einmal Blut holen. Macht uns keinen Sinn. Müssen wir mal ganz schnell machen. Vielleicht haben wir ein bisschen Glück und der geht in der Zeit in die Höhle rein. Ich glaube, in der Höhle wäre das deutlich besser. So. Ja, der ist irgendwie ein bisschen hartnäckiger als die anderen, ne? Die anderen, die habt ihr auf jeden Fall besser hinbekommen. Das Schöne ist hier wenigstens gleich wieder die gute alte Nacht. So. Jeder Maus bestellt ist wahrscheinlich wieder nicht der Schlauste, aber die ist sehr schnell. Okay. So, wo ist der Kollege? Da lang? Da lang. Ah, der ist schon echt ein hartnäckiger Kollege. Da ist er. My blood, restore my body. In der Sonne ist wahrscheinlich auch nicht gerade klug, ne? Egal, wir versuchen's. Let's go. Jetzt habe ich keinen Trank. Na super. Ach komm. Ernsthaft? Bin ich gerade ausgewichen? Okay, wir müssen... abhauen. Macht keinen Sinn. Wir müssen nochmal versuchen. Die ganzen Gegner, ne? Ich muss vielleicht mal vor ihnen. Wisst ihr, was ich meine? Aber ich habe auch keinen... Ah, doch. Ja, super. Vor ihnen und die ganzen Gegner vor ihnen platt machen. Vielleicht würde das ein bisschen besser laufen, weil... Der hat das gerade wieder gestört, ne? Es hätte vielleicht ein bisschen besser funktioniert, aber der hat echt gestört gerade, der Gegner. Muss man schon sagen. Der war nervig. Ich meine, so eine Spinne geht noch, aber mehr und mehr, das ist, nee. Ich will ihn jetzt schaffen. Ist er da hinten lang, ne? Kann ja nicht wahr sein. Hier haben wir halt einen Bären.
jetzt hänge ich auch noch fest. Geil. Wir können ja nicht so weit wieder nach hinten locken. Der ist schon wieder da hinten jetzt. Komm. Okay, let's go. Komm. Ja, der trifft irgendwie immer, ne? Ja, klar. Das gibt's doch nicht. Sonst treffen die mich nie so hart. Ich raste aus. Ich krieg den irgendwie nicht hin. Ich muss ihn mal irgendwie verfolgen, ob er irgendwie in die Höhle reingeht. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Also der ist bis jetzt mein schwerster Gegner, würde ich sagen. Der haut auch rein, ne? Wenn der einmal trippt, dann haut der direkt bam 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 mehrmals rein und dann ist auch schon fast vorbei, ne? Der, oh, ey, ich schwitze schon. Ehrlich, Leute, ich schwitze, ich öle. Ich will ihn gerne packen. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch einfach nicht wahr sein. Und diesmal haben seine Diener mich irgendwie ganz gut zugerichtet. Jetzt habe ich keinen Trank mehr. Ah, das ist bitter. Hier hätten wir Ruhe, oder? Okay, aber hier im Wasser rein? Geht nicht. Zu wenig Fläche. Das Ding ist, dieser Wald ist halt echt eng und komisch. Er geht aber nicht nach Hause. Ja, komm. Wir haben keine andere Wahl. Kann ich den Baum nutzen irgendwie? Okay, ja, super. Ey, ich hab immer so ein... Unglaublich. Ist da irgendwie noch so ein Wurmi? Und er wehrt ihn ab. Ja. Natürlich. Ey, ich raste aus, ne? Ich hab auch immer so ein Pech. Aber der Baum ist ganz gut. Könnte mir zum Sieg verhelfen. Ja, ach komm. Wo kommt der denn jetzt wieder her? Klar, ich gehe auch noch genau rein. Ah, nee. Können wir es noch schaffen? Der war gar nicht in meiner Range. Ey Leute, ich raste aus, ehrlich. Der Baum war so gut, der Spot war echt gut, aber... Oh, dann kommt wieder so ein Kackvieh. Dann gleite ich in die Attacke hinein. Ich glaube, ich hätte den eigentlich packen können.
Komm, letzter Versuch, Leute. In dieser Aufnahme, der letzte Versuch. Boah, ich schwitze, ehrlich. Das kann doch nicht wahr sein. Ich raste komplett aus. So einen schlimmen Bosskampf war ich noch nie, aber ich brauche ihn halt. Ich brauche den, um weiterzukommen. Oder ich brauche halt ein ganzes Set, aber wir haben nicht genug Rezepte und dann hätten wir auch nur eine Stufe mehr. Ich meine, ich habe hier schon viele Tränke drin, ne? Der einzige, der halt noch fehlt, ist dieser Bluttrank, aber da muss ich erstmal ins Vampirgebiet und ganz viel sammeln. Eieieiei. Der Baum war gut. Da ist wieder so ein Frosch irgendwie. Kann ich auch vorlaufen und dann vielleicht. Ach ja. Ja, ist ja gut. Wir laufen vor. Hauen die Gegner da weg. Weil. Welchen Spot nehme ich mir denn? Hier ist ein Fels. Da könnten wir drum rumtanzen. Das war wieder mal klar. Haben wir noch irgendeinen hier in der Nähe? Oder haben wir hier Ruhe? Ich glaube, außer der Spinne da. Oh, jetzt nerven. So. Das wollte ich auch gar nicht machen. Ach komm. Das gibt's doch nicht. So, den Umhang habe ich jetzt angezogen und dann haben wir hier Ruhe, oder? Nix da. Ich weiß auch nicht, wo der schon. Na super. Wo der schon wieder herkommt. Aber so weit läuft's gut. Jetzt bloß keine Faxen machen.
Wir haben ihn geschafft. Alter, war das ein Biest. Boah. Schlimmster Gegner bis jetzt, ehrlich. Der Dracula. Jetzt mal ernsthaft, wie wird Dracula? Hui. Alles klar. Ich würde sagen, ich gehe zurück zur Base. Wenn euch die Folge gefallen hat, wie immer, bewerten und vor allem auch das Kommentieren nicht vergessen. Und sonst würde ich sagen, sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Ciao.